glaube, die Hotellerie kann die Spitzenzeiten und die Belastung, die entsteht, wenig steuern. Und darum glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Betriebe auch probieren, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern für die Mitarbeitenden. Wir versuchen in allen Bereichen, die Arbeitszeiten möglichst flexibel zu gestalten. Zum Beispiel in der Küche mit 4 Tage Woche. Aber auch an der Front haben wir Anpassungen gemacht in den einzelnen Abläufen und auch in den Arbeitszeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag Mitarbeitende bei mir im Büro stehen und sagen, wow, mega lässig. Aber ich glaube, man merkt es in der allgemeinen Stimmung und natürlich hilft es auch bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden. Ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Einerseits die Mitarbeitenden fragen. Wir haben ganz viele Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben, einfach weil ich das mega gut gefunden habe und die Mitarbeitenden am Schluss nicht mal gemerkt haben. Und das Zweite ist, es ist extrem betriebsspezifisch, was möglich ist, auch jetzt bezüglich Arbeitsmodell. Und da muss man sich, glaube ich, gut Gedanken machen, was ist möglich und was hilft auch.